Zeit für ein Duell. Ja, moin und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Wir zocken heute wieder eine Runde Yo-Yo, Sieg oder Verderben. Wir werden den lieben Fudo spielen. Das überspringen wir. Nehmen ganz normal Geschichtsdeck wieder. Wir schauen mal, gegen wen wir spielen. Aporia. Okay, wir nehmen... Ach, können wir mit einem Stein. Oh, gewinnen sogar. Perfekt. Dann können wir sogar als erstes anfangen. Mal gucken. Der finale Kampf hier. Schauen wir mal, ob wir gewinnen. Wir haben zweimal Vogelscheuche hier. Das ist gut. Okay. Wir verstärken erstmal unsere Hand hier. Noch ein Monster. Ach komm, ja, nehmen wir den hier. So. Super. Dann beschwören wir den mit 1300. Dann setzen wir einmal die Vogelscheuche hier. Und nochmal die Vogelscheuche. Die Vogelscheuche ist ja so insane einfach. Die ist so top, finde ich. Und wir beenden uns auch. So. Mal gucken, was er macht. Er setzt eine verdeckte Karte. Noch eine verdeckte Karte. Und beendet seinen Zug. Okay. Was haben wir hier? Ja, komm. Beschwören wir auch. Zwar nur 800. Aber ist okay. Wir können angreifen. Wir greifen mal direkt an. Erstmal mit 800er. Bam. Kriegt er 800 Schaden. Und 1300 hinterher. Bam. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben zwei Monster im Feld. Das ist schon mal ganz gut. Er hat keins. Und liegt noch eine Karte verdeckt. Und er beendet seinen Zug wieder. Okay, was ist das hier für eine Blume? Falls die Karte im Friedhof befindet, du kannst die oberste Karte deines Decks auf den Friedhof legen. Und falls du sie tut. Okay. Das ist ja auch nicht so. Kann nicht durch die Kämpfe Monster 1900 oder mehr zerstört werden. Das ist eigentlich. Der Gegner kann die Karte von einem Friedhof von einer Hand. Okay. Ja. Ach komm, wir legen mal das Küken hier mal verdeckt. Und dann greifen wir wieder an. Erstmal wieder mit dem 800er. Mal vorsichtig antasten hier. Vielleicht hat er da eine Falle oder so. Nein, hat er nicht. Und wir greifen nochmal an. Dann haben wir ihn ordentlich schon mal runtergedrückt auf 3800. Aber ich denke mal, er hat noch was im Petto. Das wäre sonst so einfach. Na, hat er was? Nee, er liegt wieder kein Monster. Brudi, was ist los? Spiegelkraft. Spiegelkraft ist super. Aber wir haben kein vernünftiges Monster hier. Na gut, dann greifen wir wieder mit dem Bein hier an. Auch kein Problem. Und nochmal 800 dahinterher. Bam. Alter, noch 1700. Das ist doch schon mal ganz nett. Wir mal gucken. Er legt keine Monsterkarten. Freunde, was ist denn das hier bitte für ein Game, ey? Das soll der Big Boss sein? Ganz ehrlich, das soll der Endgegner sein? Das ist ja echt Ticket Easy hier. Was ist denn los, Brudi? Du wehrst dich ja überhaupt nicht. Du wehrst dich ja überhaupt nicht mehr. Wir geben ihm nochmal... komm, wir geben ihm 1300 Schaden erstmal. Er hat dann noch 400 Lebenspunkte. Und, ja, komm, die setzen wir noch verdeckt. Wir schenken ihm mal einen Zug. Und dann betten wir einen Zug. Wir schenken ihm einen Zug. Mal gucken, ob da noch was kommt. Na, kommt da noch was? Er beendet wieder seinen Zug. Gott. Auch super. Die legen wir auch. Ah, komm. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Wir schenken ihm noch einen Zug. Sonst ist es halt echt langweilig hier. Nein. Nein. So. Kommt da jetzt was? Oder kommt da gar nichts? Er legt nur eine verdeckte Karte. Nein. Und er beendet wieder seinen Zug. Und hat kein Monster. Nein. 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 Wir haben hier unseren Igel.
Ich meine, den Igel beschwören wir auch mal. Zack. Nein. Oh, okay. Jetzt hat er was. Jetzt hat er was. Alles klar. Ne, da kommt er. Jetzt zerstören wir alle. Ist kein Problem. Alles gut. Aber. Das ist ja okay. Er hat 400 Lebenspunkte noch. Ja. Okay. Beenden wir uns doch. Wir haben ja noch ein paar Fallenkarten hier. Mal gucken. Kommt da was? Ne, er legt nur eine Fallenkarte oder Zauberkarte. Ja, komm, wir holen uns mal ein Monster auf die Hand. Hier. Zack. Und den beschwören wir. Zack, 1300. Ja, aktivieren wir. Holen wir uns den Igel hier wieder. Nein. So. Nein. Wir können uns hier ein Synchromonster holen. So. Den da und den da. Bam. 2300. Im Angriff natürlich. So. Nein. Nein. Und wir könnten angreifen, aber wir beenden uns doch. Wir geben ihnen jetzt noch mal hier eine Chance. Mal gucken, ob er jetzt mal endlich mal ein Monster legt hier. Nein. Nein. Und? Legt er was? Jetzt legt er mal ein Monster. Okay. Okay, was hat er denn da? Er will das ausrüsten, ne? Soweit ich das verstanden habe. Wir könnten... ja. Wir aktivieren mal die Karte hier. Und geben ihm einfach seine Karte wieder auf die Hand zurück. Okay. Ja, den aktivieren wir auch mal. Dann blocken wir den Angriff. Und machen mal auf den da. Zack. Er kriegt 1200. Okay, mein Monster ist auch vernichtet worden. Aber ist okay. Ist okay. Was haben wir hier? Können wir was aktivieren? Nö. Aber wir können den Igel hier beschwören. So. Und greifen einfach mit dem Igel mal an. Kriegt er 800 Schaden wieder. Bam. Na? Jetzt hat er wieder nur 800. So, mal gucken. Macht er jetzt was? Oder können wir ihn vernichten? Oh, er hat ein Monster. Alles klar. Was macht er da? Okay. Okay. Er powert richtig rein. Er zerstört ihn. Was macht er da? Das muss ich eben nicht ganz verstehen hier, Freunde. Wir haben wieder einen Igel hier. Können wir wieder... Und wir greifen jetzt einfach an und vernichten ihn. Wir haben ihm jetzt oft genug Chancen gegeben gehabt, aber er hat überhaupt nicht reagiert. Er hat überhaupt keine Monster geworfen. Na gut, und so haben wir gewonnen. Und das war das Finale. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Würde mich auch echt freuen und mich auch unterstützen. Würde mich auch echt freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!